Die Umzugspläne haben ein bisschen Verspätung. Ich dachte nicht, dass wir so lange hier bleiben müssen. Hoffentlich klappt alles beim Termin mit dem Architekt. Ich habe ihm alle Pläne schon geschickt, also sollte es schnell gehen. Tut mir leid, dass ich nicht mitkommen kann. Keine Sorge, du musst dich ausruhen. Mama, Emmy nervt. Kira, gut, dass du da bist. Wir müssen bald gehen. Aber Emmy! Könntest du Emmy auch holen, bitte? Oh, okay. Alle bereit? Alles in Ordnung, Kira? Ich will nicht mitkommen. Das wird super langweilig. Es muss aber sein, damit wir später unser eigenes Haus haben. Und weißt du was? Nach dem Termin können Emmy und du eure Wandfarben aussuchen. Was hältst du davon? Okay. Super, aber jetzt müssen wir los. Es ist ein sehr wichtiger Termin. Wir sollten nicht zu spät kommen. Wir sind da. Ja, da wollen wir hin. Och nee, so viele Stufen. Das schaffst du schon. Sind gar nicht so viele. Wir sind da. Wie spät ist es? Noch nicht 15, noch 13 Minuten. Kommt, Kinder, ihr könnt euch hier hinsetzen. Was? Wir müssen extra noch, ich weiß nicht, wie viele Minuten warten? Die Zeit wird schnell vergehen. Hier, du kannst durch diese Magazinen blättern. Langweilig. Bis nächste Woche also. Ja, vielen Dank für alles. Kein Problem. Kinder, jetzt sind wir dran. Hallo, Freundorfer, richtig? Genau, der Termin sollte unter Maximilian Freundorfer sein. Mein Mann, er konnte aber nicht mitkommen. Na, kein Problem. Die Kinder können ruhig auch reinkommen. Also, Sie planen, ein ganzes Haus zu bauen, richtig? Ja, die Pläne wurden schon geschickt und die Baustelle hat schon angefangen. Um zusammenzufassen, sind wir hier, um das Geld zu diskutieren und die inneren Details zu finalisieren. Genau. Lassen Sie mich die Dateien auf meinem Computer öffnen. Ja, ach ja. Das Erdgeschoss soll so aussehen. Mit Küche, Wohnzimmer, Esszimmer und Garage. Wo ist denn die Beleuchtung? Also eine Lampe links über dem Wohnzimmer, eine ganz rechts, eine über den Esstisch und eine letzte im leeren Raum links. Alle Deckenlampen? Ja. Hier habe ich die erste Etage. Könnten Sie mir erklären, was hier der Plan ist? Ganz rechts ein Büro und eine Bibliothek, Schlafzimmer in der Mitte und Badezimmer ganz links. Okay, also Wasserverbindung. Und zwischen dem Zimmer und dem Büro ist die Treppe. Und das ist ein Balkon? Ja. Perfekt. Also, dritte Etage. Das sind die Kinderzimmer, korrekt? Ja, und an der gleichen Stelle in der Mitte ist noch ein Balkon. Die Treppe, selbe Position? Okay, notiert. Jetzt die Frage der Kosten. Ich krieg dich! Du kriegst mich nicht. Perfekt, vielen Dank. Brauchen wir noch einen Termin oder wurde alles geklärt? Danke Ihnen. Und normalerweise ist alles gut. Und falls ich noch Papiere brauche oder so, rufe ich euch an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Kinder, wir können gehen. Endlich. Jetzt, wer möchte seine Wandfarben aussuchen? Ich!